Ja, jetzt hat man Jailbreak durchgeführt und alles ist cool auf meinem iPad. Ich habe euch ja vor kurzem zwei Videos hierüber gezeigt, wie das funktioniert. Jetzt will ich meine Sachen wieder aufspielen und iTunes sagt, ist nicht. Geht nicht. Und ich bekomme Error angezeigt. Und zwar, wie ich es hier schon in meinem Artikel geschrieben hatte, auf macnews.de, den Error 0xE800801. Die Apps gehen einfach nicht mehr aufzuspielen. Da gibt es eine Lösung für, wie man das regeln kann. Und diese Lösung, die möchte ich euch heute mal in diesem Video-Tutorial zeigen. Cydia aufrufen. Und dann müssen wir in Cydia ein Paket installieren. Das heißt, wir gehen unten auf Verwalten, auf Quellen, klicken auf Bearbeiten, hinzufügen. Und jetzt müssen wir eine Adresse eingeben. Und zwar cydia.haculo.us. Dann klicken wir auf Quelle hinzufügen. Quellenwarnung ist egal. Trotzdem hinzufügen klicken. Jetzt wird diese Quelle hinzugefügt. Zu Cydia zurückkehren. Jetzt klicken wir auf Kategorien. Haculo US. Und dann haben wir App Sync for OS 3.2. Das klickt ihr also an. Oben klickt ihr auf Installieren, Bestätigen. Jetzt wird das Ganze installiert. Zu Cydia zurückkehren. Und jetzt würde ich euch eigentlich empfehlen, einen Neustart von dem iPad durchzuführen. Natürlich sieht man jetzt nichts, wenn ein Neustart durchgeführt wurde, weil das ist ja ein interner Fix, das heißt, da wird keine App oder so installiert. Das heißt, ich drehe mein iPad jetzt mal um, schließe das iPad wieder an meinen Computer. Wenn dann ja alles angeschlossen war, synchronisieren wir wieder über iTunes unser Pad. Und wir werden sehen, dass dieser Error 0xE800801 hiermit verschwunden ist. Das heißt, die Apps, die ich vorher drauf hatte, kann ich jetzt auch wieder ganz bequem und ganz über den herkömmlichen Weg über iTunes auf mein iPad aufspielen. Das Ganze funktioniert exakt auf dieselbe Art und Weise natürlich mit meinem iPod Touch und meinem iPhone. Ich hoffe, das war interessant für euch und ihr wisst nun, wie man sehr einfach diesen Error, dieses Problem beheben kann. Wenn ihr Lust habt, abonniert doch einfach meinen Channel. Ihr seid hier bei www.youtube.com/hutudi. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.